Willkommen zurück zu Let's Play Train Fever. Heute ist Silvester. Toll. Das heißt, das ist das letzte Video Train Fever. In diesem Jahr. Ich weiß, ich mache dieses Jahr sehr oft Angst mit. Das ist heute die letzte Folge von Train Fever. Das eine Mal war es um 17 Uhr, jetzt ist es für dieses Jahr. Was haben wir letztes Mal gemacht? Ach ja, wir hatten doch hier eine Güterstrecke in Betrieb genommen. Gucken wir doch mal heute an, ob die schon läuft. Machen wir hier auf halbe Geschwindigkeit. Also, ja. Wisst ihr, was ich meine? Schauen wir mal die Cargo an. Aha. Okay. Versuchen Sie mal Eisenerz anzuliefern. Okay. Oma hat sich das Eisen wieder hier entleert. Okay, gucken wir hier. Weil hier ist ja bekanntlicherweise am meisten los, theoretisch, weil hier. Hier halten zwei Züge und zwei fahren durch. Ist ja viel was los. Das muss irgendwann mal ein Containerzug werden hier. Weil so geht's nicht. War interessant, wie da auch die Kisten hier immer hin und her transportiert, ne? Wo schafft er die jetzt hin hier? Na, darüber. Okay. Schade nur, dass hier keine. Hier müssten halt noch die LKWs mit reinfahren können. Dann wäre das richtig schön. Wenn wirklich so ein kombiniertes Depot ist. Aber da fährt er sogar ein Gabelstapler. Das ist ja schön. Toll. Richtig toll. So, was machst du? 18. Warum stehen hier schon wieder so viele Leute? Ah, der Zug jetzt kommt. Toll. Auch toll. Alles toll. Ist denn hier schon mal zu neuer Fahrzeugersatz durchgegangen? Nee. Also hier habe ich ja was anderes eingestellt, dachte ich, ne? Ich kann mal gleich nochmal was gucken. Oh, das ist ja billiger. Höchstgewicht 90, Passagiere 78. Nehmen wir den, wenn der billiger ist, ganz einfach. Gut, dann würde ich sagen, heute versuchen wir hier hinten mal die Gütertransporte ein bisschen unseren, also für uns zu übernehmen. Also zu sagen jetzt einfach, das ist meins. Die Frage ist, machen wir das mit LKWs oder lassen wir so einen kleinen Zug fahren? Wo müssen wir denn hin hier eigentlich? Ich merke schon, mit Zug fahren wird scheiße. Weil das Stück könnte man mit dem Zug fahren. Aber die Güter dann hier reinbringen, vor allen Dingen müssen wir auf die andere Seite mit rüber. Ich denke mal, das kleine Stück werden wir mit dem Zug fahren können. Da wird bestimmt so ein kurzer Bahnsteig reichen.
So, jetzt hast du mal sowas hin. Kann man sich noch entscheiden, ob man weiterbaut oder nicht. Hier. Oh. Okay. So, dann müssen wir ein bisschen ausbauen. Dann bauen wir hier sowas ran. Und hier machen wir noch sowas. Und zusätzlich den Schrottplatz müssen wir auch noch irgendwo hinbauen. Den brauchen wir noch irgendwo. Aber wir bauen erstmal das hier hin. So, neue Linie. Geht von hier über da nach dort. Sehr schön. Ja, doch. Ich bin doch schon dabei. So. Wie jetzt nicht genügend Platz. Wie jetzt Krümmung zu groß. Was ist denn los mit dem? Machen wir es halt so. Wie jetzt? Das geht auch nicht. Massur. Nee, jetzt pass auf. Machen wir das ist anders. Scheiße. Scheiße. Ach Gott. Machen wir es halt anders. Pass auf. So. Und so. Und so. Machen wir weg. So. Fertig. Oh yeah. Oh, guck mal, Tatra. Neue. Im Dresden-Design. Das ist ja was richtig Tolles. So, jetzt kaufen wir mal schnell ein paar Züge. Ui. Ne, wir brauchen irgendwas Kleines, was da drauf fährt. Was günstiges Kleines. Was ist die billigste, schnellste Lok, die wir haben? 90. 960. Okay. Ist gekauft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehen, ob es von der Länge her passt. Oh ja.
Och, das ist ja perfekt. Fahren wir gleich mal eine Runde mit. Oberleitung doch völlig umsonst gebaut. Ah, jetzt waren die Autos hier ausgebremst. Juhu. Autos ausbremsen ist immer gut. Ja, aus 9 schafft er immer. Ja, gut. So, und dann müssten wir gucken, vielleicht können wir hier oben was umbauen nochmal. Um mit dem Zug hier reinfahren zu können. Der hier reinfährt. Und hier, eigentlich müssten wir mit dem Güterzug hier halten. Und den Personenzug müsste man hier ein bisschen raus verbannen. Müsste man eigentlich ans andere Ende legen oder so. Das wäre der perfekte Punkt für den Güterbahnhof. Wirklich. Da könnte hier drinnen schön halten und dann könnten wir hier verteilen, ohne Probleme. Oder man fährt halt mit Gütern. Also mit LKWs. Das Problem ist, würde man denn dann diesen Personenbahnhof hinsetzen? Kannst du ja bloß entweder nach rechts rausnehmen. Oder fährst dann links dran vorbei. Aber man könnte ja hier links dran vorbeifahren mit dem Hauptding. Und mit dem S-Bahn-Bahnhof könnte man hier an der Seite vorbeirammeln. Echt, das wär's. Jetzt passt mal auf. Wenn wir sagen. Brauchen hier erstmal ein paar Verbindungen noch. So. Wenn wir sagen, wir nehmen den großen Bahnhof. Den. Muss eh erneuert werden. Guck mal hier, das ist ja noch ein altes Bahnhofsgebäude. Fahren mit dem bis hierhin. Brauchen wir eine Kreuzungsstelle von den beiden. Ne? Wir können ja hier in den Tunnel reingehen. Wir können ja mit dem einfach in einen kleinen Tunnel reingehen. So. 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 Ist er weg. So, dann bauen wir direkt schon mal hier eine Brücke drüber. Damit sich das gleich geklärt hat. So. Und hier hinten bauen wir noch einen Puffer rein. Sowas. Und den Rest. Wie es mit dieser Strecke weitergeht, das seht ihr dann morgen. Also, bis morgen. Tschüss. Achso, wir sehen uns erst in 2 Tagen und guten Rutsch.